Das Gemälde »Brieflesendes Mädchen am offenen Fenster« von Johannes Vermeer gehört zu den größten Kostbarkeiten der Dresdner Gemäldegalerie Alte Meister. Nur etwa 35 Bilder werden heute zum Werk dieses berühmten holländischen Malers gerechnet, der in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts in Delft lebte. Die Dresdner Gemäldegalerie besitzt mit dem brieflesenden Mädchen und dem großformatigen Bild bei der Kupplerin zwei herausragende Gemälde Vermeers. Schon länger war eine umfassende Restaurierung des brieflesenden Mädchens am offenen Fenster in Dresden geplant. 2017 haben wir den Entschluss gefasst, das brieflesende Mädchen von Johannes Vermeer einer Restaurierung zu unterziehen. Und da es sich um ein so bedeutendes Werk Vermeers handelt und auch um ein Hauptwerk der Gemäldegalerie, haben wir uns auch entschlossen, es filmisch zu dokumentieren und zu begleiten. Was wir nicht ahnen konnten, war, wie spannend dieses Restaurierungsprojekt sich entwickeln würde. Denn im Lauf der Restaurierung, der Abnahme des Firnis, sind wir darauf gestoßen, dass nicht alle Teile des Bildes von Vermeer selbst stammen. Und so mussten wir die Entscheidung treffen, ob wir diese Teile abnehmen und damit in ein Gemälde Vermeers eingreifen. Am Schluss war die Evidenz so eindeutig, auch begleitet von einer internationalen Expertenkommission, dass wir diese Übermalung abgenommen haben und das Bild heute in einem ganz neuen, überwältigend schönen Erscheinungsbild erstrahlt. Die Restaurierungsarbeiten begannen mit der Abnahme des Firnisses, der als Schutzschicht auf der originalen Farbe liegt. Der Firnis besteht aus Naturharzen, die im Laufe der Zeit vergilben und verbräunen und dadurch die Strahlkraft der Farben dämpfen. Wahrscheinlich wurde dieser Firnis 1838 bei einer Restaurierung des Bildes aufgetragen und ist bei nachfolgenden Bearbeitungen mehrmals regeneriert worden. Der praktischen Restaurierung, die in der vergangenen Woche an dem Gemälde »Das brieflesende Mädchen am offenen Fenster« von Johannes Vermeer begann, ging eine wirklich längere, intensive Phase der Vorbereitung dieser Entscheidung voraus. Die Phase begann quasi im Jahr 2004, 2005, als das zweite Gemälde dieses Künstlers aus der Dresdner Gemäldegalerie von Marlies Giebe restauriert worden ist und dabei eine enorme Farbigkeit zum Vorschein brachte und der Wunsch, dass auch das brieflesende Mädchen in seiner ursprünglichen Farbigkeit erstrahlen sollte, ist eigentlich damals entstanden. Zur Entfernung der Firnisschichten benutzt der Restaurator mit organischen Lösungsmitteln getränkte Wattefahnen. Ich habe das Gemälde von Vermeer gerade in unseren Fotoraum gebracht, damit die Restaurierung, die, wie man sieht, hier an der linken Seite mit der Firnisabnahme begonnen hat, exakt fotografisch, aber natürlich auch schriftlich dokumentiert wird. Diese Dokumentation der Restaurierung ist eine ausgesprochen wichtige Aufgabe, damit in späteren Zeiten einmal die Fachleute genau sehen können, welche Entscheidungen haben wir getroffen, wie ist die Restaurierung abgelaufen, mit welchen Mitteln habe ich gearbeitet. Das ist also ein ganz wichtiger Bestandteil der Restaurierung. Bei Vermeers Briefleserin kam die Entfernung des vergilbten Firnisses einer Neuentdeckung des Bildes gleich. Die fein abgestimmten Farben des Malers traten wieder hervor und das Bild erstrahlt nun in seiner ursprünglichen, kühlen, reichen Farbigkeit. Als die Firnisabnahme zur Wandfläche über dem Kopf des Mädchens vorrückte, reagierten die Farben anders auf die eingesetzten Lösungsmittel als auf dem übrigen Bild. Dies war Anlass für eine Reihe naturwissenschaftlicher Untersuchungen, die in Kooperation mit der Hochschule für Bildende Künste Dresden ausgeführt wurden. Wir haben hier ein Auflichtmikroskop, unter dem Querschliffe betrachtet werden können. Die Beleuchtung ist entweder mit sichtbarem Licht oder auch mit UV-Strahlung. Und wir können hier bis zu 1000-fache Vergrößerung den Schichtenaufbau von kleinen Farbschichtproben untersuchen.
Sie sehen hier in dem Bild stark vergrößert, die Schichten angeschnitten wie bei einer Cremetorte übereinander liegend. Zuerst die Imprimatur, hier die originale Farbschicht. Dann haben wir unter UV hell aufleuchtend zwei Bindemittelschichten und darüber die Übermalung. Und zwischen der ersten und der zweiten Bindemittelschicht gibt es eine Schmutzschicht, die anzeigt, dass die erste Bindemittelschicht, also der erste Firnis, längere Zeit die offene Oberfläche des Gemäldes gewesen ist. Seit der Röntgenuntersuchung von 1979 war bekannt, dass es an der hinteren Raumwand oberhalb des Kopfes der Briefleserin einstmals ein großes Bild gab, auf dem ein nackter Cupido, ein Liebesgott, zu sehen war. Dieser von der damaligen Galeriedirektorin Anneliese Meyer-Meinschel veröffentlichte Erkenntnis war in der Vermeer-Forschung gut bekannt. Bis zu den aktuellen Entdeckungen dachte man allerdings, Vermeer selbst habe das Bild im Bild übermalt und damit getilgt. Diese Annahme war berechtigt, denn der Maler hatte im Dresdner Gemälde tatsächlich mehrere Veränderungen vorgenommen. So drehte er das Mädchen leicht in die jetzige, strenge Profilansicht und übermalte ein großes Weinglas, das ursprünglich in der rechten unteren Bildecke dargestellt war und nun vom grünen Vorhang verdeckt wird. Die wichtigen naturwissenschaftlichen Erkenntnisse zum Schichtenaufbau im Bereich des Hintergrundes wurden ergänzt durch die Beobachtung des Restaurators, dass der bräunlich-graue Farbton der Übermalung wesentlich dunkler ist und nicht zur weißen Wand hinter dem Rücken des Mädchens passt. Dieser Farbunterschied kann, da sind sich die Experten einig, nicht das Resultat der Alterung der Farbschichten sein. Vielmehr wurde der Farbton der Übermalung wohl gezielt auf einen in Jahrzehnten vergilbten Firniston hin ausgemischt. Das heißt, das Gemälde war schon mehrere Jahrzehnte alt, als jemand, vielleicht der damalige Eigentümer, die Entscheidung traf, den Cupido im Hintergrund vollständig übermalen zu lassen. Diese gravierende Veränderung, ungefähr eines Fünftels der ganzen Bildfläche, erfolgte sicherlich aus ästhetischen Gründen und nicht etwa wegen starker Beschädigungen, wie sich im Laufe der weiteren Restaurierungsarbeiten herausstellte. Dieses neue Wissen, zu dem auch die Ergebnisse der Röntgenfluoreszenzuntersuchung der gesamten Bildfläche durch ein Spezialistenteam aus Amsterdam hinzukamen, wurde in der Expertenkommission besprochen. Im Ergebnis des Treffens sahen es alle Beteiligten als erwiesen an, dass zwischen der Ausführung des Bildes um 1658 und dem Aufbringen der Übermalungsschicht ein zeitlicher Abstand von wenigstens mehreren Jahrzehnten bestanden haben muss. It is obvious that treating a Vermeer painting is not just a painting. It's a painting that will request a lot of careful considerations. And for the colleagues in Dresden, it's wonderful to see that they have embraced the experts of Vermeers from around the world to participate in a dialogue about understanding their painting in very good detail, so that we are sure that what comes out of this treatment will be for the very best of the painting and its partnership with the other Vermeers, in which it still is a part of the family. Den Empfehlungen der Experten folgend entschloss man sich zu einer Probefreilegung des übermalten Cupido-Bildes in Form eines 1 cm breiten Streifens quer über den Hintergrundbereich. In zahlreichen Versuchen wurde die für die Abnahme günstigste Methode ermittelt. Dabei stellte sich heraus, dass die Übermalungsschicht mechanisch mit einem kleinen Skalpell unter dem Mikroskop am besten entfernt werden konnte. Denn nur so war ein Teil der zwischen der originalen und der Übermalungsfarbe liegenden Firnisschicht zu erhalten. Bei der Verwendung von organischen Lösungsmitteln wäre diese Schicht leicht mitgelöst worden.
Da jedoch anzunehmen ist, dass zumindest die untere Firnisschicht von Vermeer selbst aufgebracht sein könnte, sollte deren Entfernung möglichst vermieden werden. Es ist also durchaus denkbar, dass im Dresdner Bild der letzte noch erhaltene Rest eines originalen Firnisses von Vermeer überkommen ist. Eine kleine Sensation für die Vermeer-Forschung. Die Probefreilegung des Querstreifens brachte eine vorzüglich erhaltene Farbschicht zutage. Die Malerei ist fein differenziert und war in jedem Fall vollendet, bevor die Übermalung sie wieder abdeckte. Selbst die Pinselstrukturen sind noch gut erkennbar. Die originale Farbschicht hatte bereits alterungsbedingte Risse, das sogenannte Krakelé, ausgebildet, in die die Übermalungsfarbe teilweise hineingelaufen war. Auch kam bei dieser Probefreilegung ein Kratzer in der originalen Farbschicht an der Schulter des Cupidus zum Vorschein, der mit der Übermalungsfarbe abgedeckt worden war. Das Ergebnis der Probefreilegung war also sehr überzeugend. Nach genauer Betrachtung der vorgefundenen Situation und Abwägung aller Risiken und möglichen anderen Vorgehensweisen wurde im Februar 2018 entschieden, die Freilegung fortzusetzen. Diese Arbeit, ich betonte es schon, ist eine sehr langwierige, ist eine sehr anstrengende und auch für den Gemälderestaurator eine außergewöhnliche Arbeit, die nur in ganz kleinen Arbeitsfeldern von 1 bis 2 Quadratzentimetern pro Tag vonstatten gehen kann. Man muss immer mal auch eine Pause machen, weil die Konzentration bei dieser Arbeit natürlich sehr gefordert ist. Im Mai 2019 stellte die Gemäldegalerie Alte Meister auf einer Pressekonferenz ein Zwischenergebnis der Freilegungen der Öffentlichkeit vor. Eine anschließende, mehrwöchige Präsentation des Bildes in der Gemäldegalerie stieß auf großes Interesse. Zahlreiche Medien berichteten weltweit von der spektakulären Restaurierung in Dresden. Ohayou gozaimasu. Die Dresdner Gemäldegalerie Alte Meister. Dresden birgt viele Schätze, auch die Briefleserin am offenen Fenster, ein Ölbild. Das ist so, wie es da in Dresden hängt, nicht von Jan Vermeer gemalt worden ist. Gallery say that girl reading a letter at an open window by Johannes Vermeer was significantly altered. Der im Bildhintergrund freigelegte Liebesgott weist viele Ähnlichkeiten mit dem Cupido auf, der auch auf Vermeers etwa 15 Jahre später entstandenem Gemälde einer stehenden Virginalspielerin dargestellt ist. Das Bild im Bild ist in Dresden hervorragend erhalten und man erkennt beispielsweise, dass sogar die Anzahl der Locken, die dem kleinen Amor in die Stirn fallen, mit der Londoner Fassung übereinstimmt. Zur großen Überraschung tauchten während der Freilegungsarbeiten an den Füßen des Cupidos außerdem 2 Masken auf, die bei keiner strahlendiagnostischen Untersuchung zu erkennen gewesen waren. Amor tritt mit seinem rechten Fuß in das Innere einer schwarzen Maske. Rechts davon liegt eine rotbraune Maske, deren Nase nach oben gerichtet ist und die teilweise vom grünen Vorhang verdeckt wird. Auch an allen 4 Bildrändern waren schon bei der Firnisabnahme Übermalungen festgestellt worden. Nachdem ich das Hintergrundbild mit dem Cupido freigelegt habe, habe ich die Abnahme der Übermalungen an den Bildkanten fortgesetzt. Zuerst an der linken Kante, dann an der oberen Kante, wo vor allen Dingen Grundierung zum Vorschein gekommen ist und einige Pinselausstriche nach oben und schließlich an der unteren Kante. Da war bekannt, dass ich auf dieses Römerglas stoßen werde. Das ist schon in der Röntgenaufnahme von 1979 gefunden worden, ein großes
Glas, was ungefähr bis zu dieser Position reichte, was im Vordergrund stand, bei dem man sogar den Pegel des Weines erkennen kann und einen Zweig von Weinlaub, der dieses Glas nochmal zusätzlich umgrenzt. Dieses große Glas, das am oberen Rand von Weinlaub umrankt war, stand einst ganz dicht an der unteren Bildkante. So dicht, dass man sich die Frage stellen muss, ob es wirklich zur Komposition des brieflesenden Mädchens gehörte. Zum Abschluss der Restaurierung wurde in einzelnen Bildbereichen eine Festigung der Farbschichten mit Fischleim vorgenommen. Die wenigen Stellen mit Farbverlusten wurden gekittet und mit Gouache und Aquarellfarben retuschiert. Also ich habe mit dem Retuschieren der Fehlstellen begonnen und es ist wirklich verblüffend, wie wenige Fehlstellen in diesem Bild wirklich sind. Ich habe in diesem Schema eingezeichnet mit Rot, wo sich diese Stellen befinden. Winzig kleine Partikelchen sind ausgebrochen, aber das ist für ein so altes Bild, wie es sich bei dem Bild darstellt, phänomenal. Die abschließend neu aufgetragene Firnisschicht schützt die Farbschichten und erzeugt zugleich das sogenannte Tiefenlicht in der Malerei. Besonders die dunklen Farbbereiche würden ohne Firnis matt-grau erscheinen. Erst der Firnisüberzug bringt die Strahlkraft der Farben hervor und lässt zum Beispiel ein Schwarz richtig satt erscheinen. Nach der langwierigen Abnahme der Übermalungsschichten vom Cupido-Bild und der Freilegung des originalen Vermeer-Firnisses sollte dieser Bildbereich nicht erneut gefirnist werden. Er wurde deshalb beim Auftragen des stark verdünnten Dammerharz-Firnisses ausgespart. Durch Bürsten der Oberfläche gelang es dennoch, einen weitgehend einheitlichen Oberflächenglanz auf dem Gemälde zu erzielen. Die Präsentation des brieflesenden Mädchens am offenen Fenster unter einem speziellen Sicherheitsglas trägt ebenfalls zur Nivellierung der Glanzunterschiede bei. Bei der Restaurierung des Bildes ist auf der Rückwand des Zimmers eine unglaubliche Entdeckung gemacht worden. Als Bild im Bild hat Vermeer einen Liebesgott an die Rückwand gehängt. Das Zimmer ist also jetzt viel gefüllter, als es früher war, als die Dame noch vor der glatten weißen Wand zu sehen war. Dieser große, junge Liebesgott blickt den Betrachter genau an und er stützt sich auf einen Bogen, mit dem er die Pfeile verschießt, die unten am Boden liegen, und er tritt mit dem Fuß auf eine Maske. Daneben liegt noch eine zweite Maske. Eine große, starke Symbolik, die die Menschen damals lesen konnten, weil die gebildeten Holländer, die solche Bilder sammelten, auch die Emblemliteratur kannten. Das waren kleine Bücher in einer Kombination mit kleinem Bild und Sinnspruch, bei denen Bedeutungen und bestimmte Sprüche und Erkenntnisse weitergegeben wurden. Es gibt ein Emblem, das zeigt genau das, einen kleinen Liebesgott, der mit dem Fuß auf eine Maske tritt und sich auf einen Bogen stützt. Und dieses Emblem besagt, die Liebe ist aufrichtig. Die Liebe überwindet Betrug und Heuchelei. Die Maske sozusagen steht für die Täuschung und den Betrug. Wenn also die Leute damals, so wie wir das heute auch tun sollten, sich das Gemälde angeschaut haben, dann haben sie automatisch die Aussage dieses Cupido-Bildes mit der Briefleserin verbunden. Es handelt sich also um einen Liebesbrief, um einen Moment der Vertiefung dieser jungen Frau in diese Botschaft der Liebe. Ein ganz heiliger Moment gewissermaßen, in dem sie wirklich innehält und sich in diese Empfindung, in diese Aussage vertieft. Das Gemälde wird nach seiner fast vierjährigen Restaurierung in einem neuen Schaurahmen der Öffentlichkeit präsentiert.